Am 5. Dezember empfing Landtagspräsident Christian Karius Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier im Thüringer Landtag. Herzlich willkommen. Im Plenarsaal erwartete neben den Vizepräsidentinnen Margit Jung und Dorothea Marx sämtliche Fraktionsvorsitzende das Staatsoberhaupt mit seiner Gattin Elke Büdenbender. Gemeinsam trugen sie sich in das Ehrenbuch des Thüringer Landtags ein. Im Anschluss folgte ein Gespräch mit dem Landtagspräsidenten und den Fraktionsvertretern im Rondell des Plenarsaals. Danach fand ein gemeinsamer Empfang von Ministerpräsident Bodo Ramelow und Landtagspräsident Christian Karius in der Lobby des Plenarsaals statt. Präsident Karius begrüßte die Gäste. Umso mehr freut es uns, dass Sie in den letzten Wochen nicht nur aus unserer internationalen Verantwortung, sondern auch vor allem aus der Verantwortung vor unseren Bürgerinnen und Bürgern an alle Parteien den Appell gerichtet haben, bis zuletzt auch die Möglichkeiten eines Kompromisses auszuloten. Umso mehr freuen wir uns daher, dass Sie sich aus Berlin auf den Weg gemacht haben, heute nicht nur Berliner Politik mitzugestalten, sondern vor allen Dingen auch Thüringen zu besuchen, unseren Freistaat kennenzulernen. Darauf folgte das Grußwort des Thüringer Ministerpräsidenten. Aber alles zusammengenommen macht eben unseren Freistaat aus. Und der Spannungsbogen, dass Verfassungsrechte nicht irgendwie banal sind und der Rechtsstaat für uns ein besonderes Gewicht hat, es auch zu verteidigen, ist an diesem Ort genau der richtige Ort, um es auch deutlich zu machen. Landtagspräsident und Ministerpräsident überreichten ein Faksimile vom ersten Entwurf der Gedenktafel der Weimarer Verfassung an den Bundespräsidenten. Im Anschluss sprach Frank-Walter Steinmeier zu den Gästen. Demokratie nicht mehr ohne weiteres als selbstverständlich empfunden wird, in der Menschen spüren, dass Demokratie auch nicht mit einer Ewigkeitsgarantie ausgestattet ist. Wir werden uns bemühen, in allen 16 Bundesländern die Stätten der Demokratie zu besuchen, da wo wir Spuren finden aus der Vergangenheit, die auf den Kampf um Demokratie hinweisen, aber eben auch Stätten, wo wir sehen, in der Gegenwart wird daran gearbeitet, dass, wie Sie es, Herr Ministerpräsident, eben gesagt haben, das demokratische Gefüge, mit dem wir uns gewöhnt haben zu leben, dieses Gefüge zu erhalten und auch den Menschen immer wieder zu sagen, es wird nur erhalten bleiben, wenn ihr euch tatsächlich für dieses demokratische Gefüge engagiert und denen Mut zu machen, die diesen Mut zu eigenen Aktivitäten noch nicht gefunden haben.